Hey Leute, herzlich willkommen zu einem Video. Heute möchte ich euch gerne neue Kopfhörer vorstellen. Und zwar habe ich Kopfhörer von Anker gekauft mit dem Modell Soundcore Live 2. Dabei handelt es sich hier um aktiv neues Cancelling-Kopfhörer, die sogar Bluetooth haben. Und ja, mir gefiel das Design und von den Bildern, von der Aufmachung her schon mal gut. Deswegen habe ich mir auch eins gekauft. Und dieses wollte ich euch hier auch gerne im Video auch natürlich vorstellen. Und ich würde sagen, das machen wir auch direkt hier nach dem Intro. Sie oder wir, ich weiß, was ich wähle. Operation abgeschlossen. Gute Arbeit. So, willkommen zurück. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben jetzt hier einmal die Verpackung. Ihr seht hier auch mit diesen glänzenden Applikationen. Schaut schon mal die Verpackung richtig cool aus, wie ich finde. Und kann sich auf jeden Fall auch sehen lassen. Ja, tu mal einfach mal alles weg hier. So, da kommt einfach mal hier ein ganzer blauer Karton hervor. Machen wir auch auf. Was haben wir hier drin? Eine Tasche. Ziehen wir mal raus oder klopfen die mal raus. So. Und den Karton können wir auch mal zur Seite legen. Da ist einmal so eine Happy Not Happy Karte dabei. Könnt ihr euch beschweren, wenn ihr nicht damit happy seid. Dann haben wir hier zwei kleine Heftchen. Einmal hier die Bedienungsanleitung. Gucken wir nochmal, ob das auch auf Deutsch mit dabei ist. Ja, es sind verschiedene Sprachen dabei. So eine richtig große Auswahl auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz gut. Legen wir auch mal zur Seite. Dann dürfte das hier vielleicht die, ja, Garantiekarte sein, was auch immer. Brauche ich nicht, interessiert mich auch gar nicht. Ja, wir haben hier einmal dann das Täschchen, wo man das alles drin aufbewahren kann. Hier auch wieder mit dem Soundcore-Logo, das so glänzt. Davor war hier auch noch eine Folie, die das schützen soll, draufgeklebt. Also man achtet hier bei Anker schon, dass alles sehr qualitativ, hochwertig auch verpackt und verarbeitet ist. Und das gefällt mir auch sehr gut bei Anker-Produkten. Ja, die Tasche selber fühlt sich auch gut an, bietet auf jeden Fall einen guten, robusten Schutz für die Kopfhörer. So soll es auch sein. Das kann man hier auch anhängen, vielleicht einen Rucksack oder wie auch immer. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal hier rein. So, da haben wir dann die Kopfhörer. Und auf der linken Seite befinden sich noch ein paar Kabel, die holen wir auch mal raus. Die habe ich jetzt auch noch nicht genutzt und nicht gebraucht. Einmal haben wir hier ein AUX-Kabel, wie ihr sehen könnt, oder Klinkenstecker. Und hier einmal ein Ladekabel. Das tun wir auch mal schleunigst wieder zurück, denn ich brauche es wie gesagt nicht. Dann kommen wir zum wichtigsten Teil, zu den Kopfhörern. Ja. Klappt man sie einfach mal so richtig zusammen, so wie sie gehören. Und ihr bekommt auf jeden Fall sofort ein richtig angenehmes Gefühl in der Hand, wenn ihr die Kopfhörer in die Hand nimmt. Dann merkt ihr gleich, dass die Verarbeitung wirklich klasse ist. Die Bänder lassen sich hier auseinanderziehen auf beiden Seiten, damit ihr das dann an euren Kopf auch anpassen könnt. An euren Schädel, sage ich mal. Hier haben wir auch nochmal Anker reingraviert, ist also kein Aufkleber, sondern richtig ins Kunststoff reingraviert. Genauso wie hier das Soundcore, Schriftzug und auf der anderen Seite auch. Was mir sehr gut gefällt, ist auch hier richtig groß das links und rechts, damit ihr wisst, auf welche Seite ihr das umdrehen müsst und wie ihr das tragen müsst. Okay, und dann. Und was gleich noch auffällt, wenn ihr es in die Hand nimmt, sind diese weichen Ohrpolster. So was Weiches habe ich echt noch nicht erlebt. Fühlt sich auf jeden Fall sehr hochwertig an. Also da legt man wirklich sehr großen Wert auf eure Ohren, damit da nichts, ja, damit ihr da keine Schmerzen habt beim Tragen. Außerdem ist auch die Spannung sehr leicht, nicht zu fest, nicht allzu leicht, aber es ist wirklich sehr angenehm. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das muss man selber einfach mal getragen haben. Ja, dann schauen wir einfach mal hier links.
haben wir dann ein paar Knöpfchen. Ihr habt hier einmal den An- und Ausschaltknopf, hier haben wir dann eine LED-Anzeige und hier habt ihr das NC-Zeichen für Noise Cancelling. Darüber habt ihr hier auch nochmal eine kleine LED, die euch zeigt, wenn das Ganze hier auch aktiv ist. Ich schalte das Ganze mal hier ein. So, ihr seht auch, Noise Cancelling ist auch direkt aktiv und ihr könnt das Ganze hier auch deaktivieren, einfach drauf bleiben und dann ist es aus. Vorneweg mit Noise Cancelling klingt es auf jeden Fall viel dynamischer, das Ganze, und ich würde es auch empfehlen. Was mir jetzt auch letztens erst passiert ist, meine Mutter kam rein, ich weiß nicht, wie lange sie da war, ich habe sie wirklich nicht gehört, bis sie dann direkt vor mir stand. Und ja, dann habe ich mir erst einmal auch selber erst einmal erschrocken. Und da kann man echt sagen, dass das wirklich gut abdichtet, diese Ohrpolster hier. Und man hört wirklich die Umgebung nicht. Also vorsichtig, wenn ihr dann auf der Straße natürlich seid. Achtet immer auf den Verkehr und so weiter. Ihr wisst ja, was ich meine. Hier haben wir dann die Lautstärkewippen und den Ladebuchsenanschluss und einmal hier den Klinkenanschluss. Ihr könnt also das Ganze auch an einen MP3-Player oder so anschließen oder direkt ans Handy ohne Bluetooth. Das bleibt euch überlassen. Klanglich klingt er wirklich gut, also mir gefällt der Bass und auch die Höhen, also man kann wirklich alles schön und gut verstehen mit den Kopfhörern. Ich habe hier als Beispiel mal mit Spotify ausprobiert und dann auch mit YouTube, mit der YouTube-App auf meinem Smartphone, und ich muss sagen, mit der YouTube-App kam es noch etwas lauter rüber und das gefiel mir persönlich noch mehr, weil da auch nochmal der Bass etwas kräftiger rüberkam und ich stehe einfach auf mehr Bass, wie gesagt, und das ist für mich schon sehr wichtig. Also der muss hier auf jeden Fall auch ordentlich vorhanden sein. Er ist jetzt nicht zu extrem, aber es hält sich in einem guten Rahmen, wo man sagen kann, ja, okay, das reicht, das ist in Ordnung. Und vom gesamtlichen Klangbild ist der Kopfhörer echt nicht schlecht, also wirklich für das Geld. Ich glaube, momentan 60 Euro kann man hier echt nicht viel falsch machen. Man hat echt eine sehr schöne Verarbeitung. Hier haben wir auch nochmal sehr weiches Polster, aber diese Polsterung, das ist ja mal richtig extrem. Und wie gesagt, was mir richtig cool gefallen hat, auch nochmal hier mit dem Schriftzug ganz groß, damit man nichts falsch macht. Hier habt ihr das aber an der Seite auch nochmal, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, ich versuche mal so umzudrehen, wie das Licht reinfällt. Hier seht ihr das R auch nochmal und auf der anderen Seite ist genauso hier das L für links, das seht ihr jetzt auch nicht jetzt, ja, genau da. Ja, aber dafür habt ihr es hier auch richtig groß vor euch. So, wenn ihr darüber mit Bluetooth verbunden seid mit eurem Smartphone, wird euch auch der Akkuzustand angezeigt. Und das finde ich auch auf jeden Fall sehr praktisch. Wie lange ihr jetzt durchhält, ohne aufzuladen, habe ich jetzt auch noch nicht komplett ausprobiert. So lange habe ich ihn jetzt noch gar nicht. Werde es natürlich auch noch ein bisschen testen und so ausprobieren. Aber wie gesagt, auch vom klanglichen Bild her bin ich schon sehr zufrieden. Das sind auf jeden Fall Kopfhörer, die eure Ohren umschließen und ihr wirklich schon dadurch fast von der Umgebung nichts mehr wahrnehmt. Und dann, wenn noch Musik dazu kommt, könnt ihr euch direkt die Musik reinziehen und das auch genießen. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut bei den Kopfhörern. Ja, ich kann jetzt hier auch keine Musik abspielen, Leute. Das würde euch jetzt hier wenig bringen. Deswegen probiert es einfach mal selber aus. Ich habe es bei Amazon bestellt. Ja, ihr macht hier wirklich, wie gesagt, für das Geld nichts falsch. Anker macht wirklich sehr hochwertige Produkte. Und da bin ich meistens bis jetzt auch gut damit gefahren. Und ja, von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Probiert es aus. Bildet euch eure eigene Meinung. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie in den Kommentaren. Ich versuche euch die bestmögliche auch wieder zu beantworten und natürlich auch so schnell wie möglich. Ja, weitere Details findet ihr auch unterhalb in der Beschreibung. Das verlinke ich euch natürlich und dann könnt ihr das selber nochmal genauer durchlesen. Danke nochmal, Leute, fürs Zusehen und schaltet wieder beim nächsten Mal ein. Macht's gut, bis dahin. Ciao.